Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Sadilet und willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. Heute spielen wir eventuell Vorschlaghammer und tanken die so ein bisschen, dass die halt wirklich richtig krass tanky werden. Hinter ein paar Sniper, je nachdem was der Gegner spielt. Coach mal gegen mich gespielt, war hardcore nervig, das kann ich sagen. Geschwindigkeit, Rekrutierung. Komm, wir nehmen hier mal die Level 2 Einheiten. Nehmen wir mal mit, ja. Damit haben wir eigentlich okay Sachen. So. Fang, fang, fang. Fang sind Luft und Boden. Aber machen nur Einzelschaden. Besten wäre ein Arclight. Oder eine Wespe. Ein Mustang. Die können wir uns gleich nicht leisten. Die erste Runde, die werden wir, denke ich mal, hart verlieren. Ach, die Einheiten sind doch alle jetzt ein Stück teurer. Ja, GG. Ah, komm. Die Seite, die... Bauen wir mal eine Rakete rein. Ha! Lustig. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Das ging ja komplett auf. Das ging ja auf. Ich glaub's nicht. Was hat der genommen? Hat er ein Level 1, also ein Reno bei Stufe 3. Okay. Runde 3, sorry. Stahlkugel. Nee. Auch vielleicht die Mustangs. Weil ich die Mustangs mag. Aber die Reichweite von denen mag ich halt auch. Stahlkugel mag ich auch. Nehmen wir nichts mit. Ich würde sagen, wir holen uns schon direkt. Weil es auch so teuer, ey. 300, das ist ja. Ach du Alarm, sage ich da nur. Direkt. Aber es ist okay. Was es macht, ist es auch so schön. Aber Vorschlaghammer ist wirklich der Way to go. So, und hier einfach ein Schild. Ne, wir machen kein Schild. Wir probieren es so. Die sparen wir. Aha. Jetzt hat er sich geholt. Mustangs. Interessant. Natürlich gegen Lufteinheiten. Exorbitant. Ja, gegen die ist es halt jetzt natürlich Bombe. Oh, man kann jetzt nur darauf hoffen, dass die das da zerstören und dann schnell das andere. Ja, genau so. Genau so. Nicht anders. Das ist aber, also, es wird mich hart tilten. Das würde mich hart tilten. Ja, Mustangs ist schon eine gute Reaktion gewesen. Brauche ich nur noch eine bessere Reaktion jetzt drauf. Vorschlaghammer ist die Reaktion.
Verringert die Ablenkzeit, die Reichweite ist erhöht. Ja, wir nehmen die Raketen. Und einfach zwei Vorschlaghämmer. Der hat sich jetzt. Aha. Das geholt. Oh, da ist ein Rhino. So, die Seite ist noch ein bisschen schwächer, deswegen ballern wir das dahin. Und gehen direkt in die nächste Runde rein. Hoffentlich. Ah, schade. Aber hier, die halten aus. Bam, 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 bam. Die sind leider etwas zu langsam. Höhen. Hat der super 1A funktioniert. Und Vorschlaghämmer, Hammer. Die sind stark genug. Die Runde geht an mich. Ja, die können natürlich immer viel töten. Also immer viel mitnehmen, aber. Ja. Also ich habe schon gelernt, die Runde. Mit dem Level 2 rekrutieren ist Vor- und Nachteile. Einheiten sind etwas stärker, aber ja, ist nicht immer gut. So, wir nehmen Luftspezialisten mit, die mag ich. Und holen uns gleich mal. Das kostet 300. 300, ne? Hallo. Holen wir einfach mal. Sehr früh, ich weiß. So, dann schalten wir ein Oberheer frei. Können wir jetzt nicht leisten. Oder Wespe? Wespe. Ne, wir schalten Oberheer frei. Holen uns jetzt aber nochmal zwei Arclights. Die sich hier hinstellen und halt Schaden machen. Gleich hat sich ein Item geholt. Das Item hat er schon jemandem gegeben? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Lenken werde ich auf jeden Fall nicht, weil er ist schon zu. Er wird bestimmt flanken bald. Mal upgraden. Und beenden wir. Flankt er? Noch nicht. Durch meine Missiles geholt. Und eine Festung, ich glaub's nicht, ey. Da hat ja wirklich die harten Geschütze aufgefahren. Es lohnt sich auch, glaube ich, für ihn. Weil darauf habe ich aktuell keine Antwort. Vor allem mit dem hier. Luftabwehrsalven. So, ich kann nur hoffen, dass es. Ja, die holen. Die sind so unfassbar tanky. Das ist richtig. Oh. Oh. Komm, bleib mal ein bisschen paralysiert. Ja, das ist nervig. Junge, Junge, Junge. Solange sie den kriegen, ist ja aber in Ordnung. Kann auch sein, dass sie es wirklich schaffen, wenn die nah genug reinfahren, dass sie nicht mehr gefokust werden. Also ich würde es mir gönnen. Ja, sie schaffen es auch. Interessant. Interessant. Bring halt die großflächige Schaden an Schilden, Technik. Ja. 1000 Geld. Nehmen einfach die damit. Was macht das denn? Wie viel? Die Geschütze richten nur bei Luftanhalten Schaden an. Jeder. Ah. Es ist teuer. Also, das tut weh. Jetzt verketten wir die noch. Und holen uns, glaube ich, diese Balls hier. Balls. Ketten. Balls. Und Kriechereinheit. Vielleicht eine Kriechereinheit.
Welche Einheit, die wir hier so. Dann holen wir uns hier noch mehr Schaden. Die Balls, die sind's, glaube ich. Ich sehe gar nicht, was er sich holt. Ein Schild. Der geht ja richtig ab. Ja, okay, das war ein bisschen. Er flankt mich mit dem Rhino, ich glaub's nicht. Wir sind halt jetzt Arschtanky, ja. Ist witzig. Aber die sterben halt auch alle gleichzeitig. Der flankt mich mit dem Rhino. Und die werden meine Königse halt direkt. Das war jetzt. Sehr nice, also die ist schon. Jetzt sterben sie direkt. Einer. Können sie das aushalten? Das ist die Frage. Die heilen sich dagegen? Also wenn. So können sich eventuell dagegen heilen. Geil, ey. Das wird mich hart hitten. Das würde mich hart, hardcore tilten. Es holt mir nichts. Erhöht die EP des ausgewählten Squads. Nee. Nee, jetzt. Oder doch? Mache ich das? Ich mach das da. Das da. Das da. Soll er flanken? I don't give a shit. Ah, nochmal ein bisschen weiter raus, weil ich bin mir sicher, die werden davon auch getroffen, wenn nicht. Ey, komm. Ey, Soto. Brauchen wir auch noch ein Schild? Wollen wir hier noch ein Schild hinmachen? Da bringt das nix, der da nix, aber. Hier, shit. So. So, das ist sehr schön. Sehr schön, ey. Ich meine, ja, der macht Schaden, aber. Jetzt auch nicht mehr so schlimm. Gibt schlimmeren Schaden. Ich glaube, ich kann jetzt einfach noch nur noch Vorschlaghammer holen und das Ding beenden. Das macht jetzt auch gut Schaden mit den zwei Overlords. Bam, bam. Das ist eine sehr gute Runde, dass wir zu null gewinnen. Rotierungskosten minus 50. Überspringen wir. Brauchen wir nicht. Noch ein Overlord. Bam, nochmal zwei Overlords rein. Und das Ding sollte, glaube ich, auch gegessen sein. Oder wir machen. Die da, was kommen die noch? Nee. Nee. Schild und die. Glaube ich, mach das sogar. Hier noch. Tank hier. So. Wenn er flinken möchte.
soll er gerne kommen. Rhino. Der hat den Rhino wieder umgestellt. Ich glaub's nicht. Und noch eine Festung dazu. Ja, es tut weh. Natürlich tut es weh. Aber Vorschlaghammer at its best, ey. Na. Ja, GG. Klatsch mir noch GG rein. Ja, schöne Runde gewesen. Also ich habe nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Das ist bestimmt schon hier alter Hase, aber hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Runde bei Mercabellum.